Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer erinnert sich. Mein Vater hat bis 38 immer geglaubt, es wird sich nicht halten, es wird anders passieren. Man darf nicht vergessen, er war sehr deutsch, hat im Ersten Weltkrieg einen Bruder verloren für Deutschland, war selber hoch ausgezeichnet, hat das Eiserne Kreuz gehabt. Mutti hat sehr versucht, sie wollte sich für Amerika registrieren, denn wie die Tante uns Papiere geschickt hat aus Brasilien und sie zum Konsulat gegangen ist, hat man die Papiere angeguckt, hat gesagt, ihre Schwester ist an einen Schwindler gekommen. Das sind keine echten Papiere. Wir hatten nur noch zum Schluss eine Chance, nach Shanghai zu gehen. Und mein Vater hat es nicht erlaubt, gesagt, was willst du mit zwei Kindern in Shanghai verhungern, kannst du auch in Berlin. Es sind Menschen wie die Fliegen gestorben, weil sie alt waren und das Essen und nicht genug. Ich habe also im Glimmer gearbeitet. Das ist ein Stein, das wird für Isolierung gebraucht. Also Arbeit, die für den Krieg gebraucht wird. Ich habe acht Stunden oder zehn Stunden gearbeitet. Man hat ein Stück Brot bekommen, alle paar Tage, und ein bisschen Margarine und ein kleines Tütchen Zucker, Kartoffeln, verfaulte oder was. Dann hat man auch die Baracken von den alten Leuten sauber machen müssen. Aber man hat gelebt irgendwie. Viele waren tot, aber die Lebendigen sahen genau aus wie die Toten. Und die haben uns erzählt dann. Und da habe ich erfahren, wir erfahren, was Auschwitz war. Wir wussten es doch nicht. Das ist, wo ich mir gesagt habe, ich werde meine Mutter, meinen Bruder nicht wiedersehen. Wir waren ja am 8. Mai befreit worden. Wir haben am Gitter gestanden, Tag und Nacht, ohne rauszugehen. Man hat sich auch nicht getraut. Ne? Und man konnte sich aber auch nicht trennen. Was mich eben so sehr bedrückt ist, wenn ich zu den jungen Menschen sage, mein Bruder war doch 17,5, sage ich, mein Bruder hatte nicht die Chance gehabt, die ihr habt. Alles wichtig, um es damit gegen das Vergessen, als Warnung für euch. Es gibt kein jüdisches, kein christliches, kein muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut.